grüß euch. Ich spreche zu euch aufgrund der Dokustelle für den politischen Islam, die zuletzt von der Integrationsministerin Susanne Raab präsentiert worden ist. Es ist so, dass ein Teil der Kritik, die es da gegeben hat in der Öffentlichkeit, war ja, wie kann es sein, dass auf der einen Seite im Regierungsprogramm steht, dass diese Dokumentationsstelle sich mit Antisemitismus, Rechtsextremismus und religiös motivierten Extremismus auseinandersetzen solle, in Klammer politischer Islam. Und gleichzeitig die Dokumentationsstelle, die jetzt ins Leben gerufen wird, dann tatsächlich aber weder den Antisemitismus thematisiert, noch den Rechtsextremismus, noch irgendeine andere Form des religiösen Extremismus. Die Frau Ministerin hat ja darauf hingewiesen, dass das ja ohnehin schon, was den Rechtsextremismus abgedeckt sei mit der Dokumentationsstelle des österreichischen Widerstandes und dass gleichzeitig die Fragen von Sekten auch thematisiert werden in anderen Settings und von daher es eigentlich eine Lücke gäbe, nur im Zusammenhang mit dem sogenannten politischen Islam. Das ist natürlich eine Augenauswischerei, weil die Dokumentationsstelle des österreichischen Widerstandes ist sicherlich nicht so gut gefördert, wie das jetzt zu sein scheint mit der neuen Dokumentationsstelle gegen den politischen Islam. Und darüber hinaus auch um einiges weniger Personal aufzuweisen hat. Das heißt, dass dieses Argument, das hinkt in vielerlei Hinsicht. Auch ist die Frage, wie mit Sekten umgegangen wird, nicht eine gleiche, wie mit religiös motivierten Extremismen umgegangen wird. Ich möchte jetzt mal ganz grundsätzlich was sagen und ich glaube, das fehlt mir ein bisschen in der Debatte, deswegen möchte ich das jetzt hier einbringen. Und zwar, glaube ich, haben wir ein grundsätzliches Problem. Wir vergessen, woher kommt überhaupt dieser Begriff politischer Islam, wie ihn die ÖVP verwendet, woher kommen denn diese Diskurse und was ist denn mit diesen Diskursen schon in der Vergangenheit passiert? Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, gerade als die ÖVP mit der FPÖ in Koalition war, hat man das Kopftuchverbot mit dem Kampf gegen den politischen Islam legitimiert. Man hat die Moscheeschließung, die dann vom Wiener Verwaltungsgericht aufgehoben wurde, mit dem Kampf gegen den politischen Islam legitimiert. Es gab sozusagen eine Anzahl an Initiativen von Seiten der Bundesregierung, die zum Teil auch in Gesetze gegossen wurden, die man legitimiert hat mit dem Kampf gegen den sogenannten politischen Islam. All das ist natürlich hochproblematisch und es wirft ein Licht darauf, in welche Richtung es gehen soll, wenn jetzt eine Dokumentationsstelle für den politischen Islam errichtet werden soll. Ja, die Integrationsministerin hat gesagt, es soll jetzt nicht eine Dokumentationsstelle werden, die sich gegen die Religion des Islams richtet, aber dem ist wahrscheinlich nicht davon, also das ist sehr unwahrscheinlich, besonders wenn man in Augen behält, was die Bundesregierung in der Vergangenheit schon gemacht hat. Da ändert auch nichts daran, dass die Grünen jetzt in der Regierung sind, weil wir haben gesehen, ganz klar und deutlich, eine grüne Handschrift trägt diese Dokumentationsstelle nicht. Im Gegenteil, die Agenda ist vollständig in einem schwarzen Ministerium und die grünen Politiker haben im Wesentlichen null Einfluss darauf. Das heißt, das wird im Wesentlichen eine weitere Fortführung sein von jener repressiven und autoritären Islampolitik, die die Bundesregierung unter ÖVP-FPÖ schon begonnen hatte, und zum Teil auch schon mit dem Islamgesetz 2015 ihr die Grundlagen gelegt wurden. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das im Kopf behalten. Ich bin ein bisschen enttäuscht davon, dass die journalistische Landschaft in Österreich das wenig versucht hat. Wir brauchen nicht einmal über einen historischen Horizont sprechen. Es geht da um wenige Jahre, die man nur zurückblicken braucht, um das ein bisschen nachzuvollziehen, was hier die Stoßrichtung ist von diesem Projekt und in welcher Kontinuität das steht. Ein paar wenige Anmerkungen noch meinerseits, die ich glaube ich auch symbolisch recht bedeutsam sind. Also es sind ja zwei sogenannte Experten mit am Podium gewesen bei der Pressekonferenz. Zum einen der Theologe, der aus Österreich irgendwo stammt und jetzt in Münster
eine Professur hat, Mohammad Khurshide, der ja von vielen gefeiert wird als der liberale Imam und Theologe der Barmherzigkeit. Aber ich glaube, auch hier ist es wichtig, zum Beispiel nicht zu vergessen, dieser Mohammad Khurshide war genau die Person, die die Schließung der Moscheen, die dann vom Wiener Verwaltungsgericht aufgehoben wurde, voll und ganz unterstützt hat. Genauso auch Lorenzo Vidino, der ja nicht das erste Mal in Österreich auftritt und quasi als der große Held in der Extremismusforschung gefeiert wird, in politischen Kreisen, sage ich hier ganz deutlich, und nicht unbedingt primär in akademischen Kreisen. Auch Lorenzo Vidino hat natürlich eine sehr problematische Geschichte, weil er in unzählige antimuslimische Netzwerke international vernetzt ist. Auch das thematisiert man hier in Österreich nicht. Man tut so, als wäre das einfach irgendein eingeflogener Wissenschaftler von der George Washington University und das war's. Und mehr braucht man dazu nicht sagen. Niemand recherchiert die Hintergründe, niemand recherchiert und kommt auf die Idee zu erwähnen, dass Anders Behring Breivik in seinem Manifest genau diesen Lorenzo Vidino und seinen Text zweimal zitiert hat, über einen der wichtigsten Autoren des sogenannten Counter-Jihad-Movements, nämlich Fjordman. Ja. All das ist natürlich hochproblematisch, weil wir wiederum eine unheimlich oberflächliche Debatte hier wahrnehmen in Österreich, wo eine kritische Auseinandersetzung eigentlich großteils fehlt. Und ich denke, hier ist es wichtig, sehr kritisch zu sein, hinzuschauen, die Dinge zu benennen und nicht eine Haus- und Hofberichterstattung zu machen, die im Endeffekt dieser Bundesregierung bzw. der schwarzen Übermacht in der Bundesregierung einen Persilschein ausstellt, wenn es darum geht, ja, wir sind eh alle gegen den politischen Islam. Ich sage, nein, wir müssen hier sehr kritisch hinschauen und ich glaube, der Begriff des politischen Islams ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein Terminus, der entworfen wurde, hier um in Wirklichkeit eigentlich ein Projekt zu forcieren, das eine Entfremdung von Musliminnen und Muslimen, insbesondere der muslimischen Zivilgesellschaft, vom österreichischen Staat forciert. Und das halte ich für eine unheimlich problematische Entwicklung. Vergessen wir nicht, also der Generalsekretär der ÖVP hat zuletzt im Jahr 2018, wo sie gemeinsam in Koalition mit der FPÖ waren, ja öffentlich überlegt gehabt, soll man nicht das Fasten im Ramadan für Schülerinnen und Schüler verbieten. Und das zeigt, wie weit wir im öffentlichen Sprechen gehen können. Und die zahlreichen Gesetzesinitiativen und Überlegungen haben auch gezeigt, in welche Richtung das gehen kann und inwiefern es zu einer Diskriminierung von der muslimischen Gemeinschaft hier in der Republik Österreich kommen kann, im Vergleich eben zu anderen Religionsgesellschaften, die anders behandelt werden. Das sind alles hochproblematische Entwicklungen und alles, was die Integrationsministerin gesagt hat, worum es hier gehen soll, nämlich Social Media Accounts zu verfolgen und sich die Vereinslandschaft anzusehen, weil ja auch, wie Vidino und Khurshide gesagt haben, der politische Islam, unter Anführungszeichen, wie sie ihn nennen, würde ja Demokratie unterstützen, rhetorisch, würde ja für Gleichberechtigung rhetorisch einstehen, aber würde sozusagen eine Hidden Agenda haben. Und wie Vidino auch gesagt hat, der politische Islam verwendet keine Waffen und ist auch nicht gesetzesuntreu, also dass er gegen Gesetze verstößt. Aber was ist dann der politische Islam? Also ist das sozusagen das, was hier institutionalisiert wird, ist der Generalverdacht gegenüber dem organisierten Islam in diesem Land, dass man den Akteuren der muslimischen Zivilgesellschaft in Wirklichkeit unterstellt, damit sie würden eine Hidden Agenda verfolgen und gleichzeitig eben die Bevölkerung und die Öffentlichkeit anlügen. Das ist die Manifestation dieses Generalverdachts, die wir in dieser Dokumentationsstelle finden. Und das ist hochproblematisch, weil es bringt mit sich eine Kriminalisierung von Musliminnen und Muslimen und insbesondere der muslimischen Zivilgesellschaft. Dass die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich dann noch einen draufsetzt und sagt, wir wollen da dabei sein, ist
die Krönung dieser Unterwürfigkeit, die wir ja bereits kennen von vielen der muslimischen Institutionen hier in Österreich, die nämlich am liebsten immer mitspielen, egal was kommt von der Bundesregierung, Hauptsache man ist ein braver Bürger, eine brave Bürgerin und ist so gut wie möglich unauffällig. Aber diese Unauffälligkeit, die wird sich rächen, weil, wie wir gesehen haben, die Rechte der Musliminnen und Muslime sind über die letzten Jahre stückweise abgebaut worden im Bereich der vereinsrechtlichen Organisationsfähigkeit, im Bereich der Religionsfreiheit, und das wird so weitergehen. Und es wird insbesondere so weitergehen, wenn die Musliminnen und Muslime in diesem Land sich weiterhin hinter eine islamische Glaubensgemeinschaft stellen, die anstatt hier fundamentale Kritik zu äußern, lieber anbietet, Teil dieser Dokumentationsstelle zu sein, wo im Wesentlichen vornherein schon geklärt ist, in welche Richtung sie gehen wird, weil sowohl die Ziele vorgegeben sind, die handelnden Akteure ihre Namen bekommen haben, wer hier mitspielt und all diese Menschen, die hier genannt werden, eine ganz klare Geschichte haben, die man nachlesen kann und man hier nicht auf irgendeine neue Überraschung warten muss. Gut, so viel meinerseits. Ganz kurzer Kommentar zu dieser Dokumentationsstelle. Ich wünsche euch alle ein wunderschönes Wochenende und hoffe, dass ihr kritisch wachsam bleibt und im Fall der Fälle euch auch organisiert gegen diese Bewegungen, die jetzt kommen von Seiten der Bundesregierung, weil hier darf nicht geschwiegen werden. Schweigen heißt im Wesentlichen zustimmen, schweigen heißt akzeptieren und schweigen bedeutet, dass wir von dieser Form autoritärer Politikgestaltung, die die neue ÖVP eingeführt hat im Hinblick auf die muslimische Minderheit, kommentarlos unterstützen. Und das darf nicht sein. Alles Gute euch.